Schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein! Das bringt nichts, junger Mann. Passiert das öfter? Ungefähr alle 2 Wochen. Der betrinkt sich gerade im Hirscheneck, wie jeden Freitag. Ja, Sie glauben wohl alles zu wissen. Ja. Warum haben Sie einen Schlafsack dabei? Wen? Achso, den Schlafsack, den habe ich immer dabei. Weil ich im Grunde genommen morgen dann sozusagen gleich weiterfahre. Jetzt wird's interessant. Sie möchten morgen verreisen? Nicht direkt. Ja, doch schon. Es ist jetzt nicht eine Reise, also für 1, 2 Tage bin ich weg. Kurz. Kurzurlaub. Ja, Urlaub kann man sich nennen, da müsste man eine ganze Woche ein. Und deshalb kommen Sie so spät in Ihr Büro, um Ihren Urlaub vorzubereiten? Sie schlafen hier schon die 10. Nacht hintereinander. Sie verschwenden Ihre Energie. Setzen Sie sich. Wir warten einfach. Nein, danke. Sind übrigens nicht der Einzige. Herr Schulz hat mal hier 2 Wochen am Stück übernachtet. Sie sind kurz davor, seinen Rekord zu brechen. Der Schulz? Nee, oder? Hat wohl auch kein Privatleben mehr. Und der Niedermeier, der hat auch Stress zu Hause, oder? Ja, hatte. Deshalb ist er gerade bei mir zu Hause. Nee, oder? Doch, vielleicht sogar nackt. Ja, wenn das stimmt, das wäre ein Ding. Ja, aber pst. Ja, Sie treiben es ja ganz wild. Eher der Niedermeier. Sagen Sie, wieso macht Ihnen diese Situation hier überhaupt nichts aus? Ich krieg sofort Beklemmung bei sowas. Seien Sie doch dankbar, für nichts verantwortlich zu sein. Sie müssen pinkeln? Was? Ja! Hier. Nein, so Blödsinn! Das ist doch nicht peinlich. Das ist ein ganz normales Bedürfnis, also los. Nicht hingucken. Ich sehe sowieso nichts. Verdammt, ich kann einfach nicht mehr jemand anders im Raum. Jetzt können Sie bitte um die Ecke gehen. Süß, wie bei meinem Sohn.